Willkommen zu einem neuen legendär schurkischen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Geschichte von Suicide Squad Kills the Justice League. Ein Spiel, auf das ich mich schon sehr, sehr lange freue, wurde ja auch mehrfach verschoben. Im Vorfeld sind die Kritiken auch vernichtend. Jetzt schon der erste große Skandalflop des Jahres. Ich lasse mir die Stimmung trotzdem nicht versauen. Ich habe Bock drauf. Wenn ihr da draußen auch Bock drauf haben solltet, ihr könnt dieses Spiel für eine Plattform eurer Wahl sogar gewinnen. Insgesamt habt ihr Zeit bis nächste Woche Freitag. 5-mal geht das Spiel raus. Ihr könnt entscheiden, PlayStation, Xbox, PC, wie ihr möchtet. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ich will gar nicht groß lange drum rumreden. Wir starten jetzt mit einem neuen Spiel. Auf geht's! Ah, Metropolis. Es sind die kleinen Dinge, die eine Stadt wirklich verändern. Das Wetter, die Gentrifizierung, die Alien-Invasion. Task Force X, hört mit dem Sightseeing auf und seht lieber zu, dass ihr alles tötet, was ihr seht. Ich sag's nur ungern, aber Waller hat recht. Wir haben zu tun. Wie habt ihr drei euch diesmal verirrt? Hey, das war aber nicht meine Schuld. Dieses Mal. Treffen wir uns am Daily Planet. Er liegt ausgesprochen zentral. Ganz unser Reiseleiter, Sharky. Liebes. Alright, man wird irgendwie direkt reingeworfen, ne? Siebtes Spiel, letztes Viertel. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Stehen wir also unter hohem Druck und großem Stress? Ja, da komme ich auch nicht mit, Floydy. Sag mal, bist du nicht auch ein Army-Haus? Sogar ich hab das verstanden. Lasst euch nur nicht bei irgendwas Primitivem umbringen. Du kennst ja Boomer. Er ist immer primitiv. Hey! Warte! Du bist primitiv! Genau das meine ich. Ja, es wird wahrscheinlich sehr viel Streit geben in der Truppe. Wir sind nicht die besten Freunde, aber irgendwie in Krisensituationen halten wir dann doch zusammen, wie es scheint. So, wir starten mit Deadshot. Wir dürfen natürlich alle spielen, ne? Also nicht nur Deadshot, sondern die ganze Bande. Und wir dürfen Superman fertig machen. Und das ist schon ziemlich geilo. Die Stimmen sind vielleicht ein bisschen leise, aber die sind auf Maximum hochgestellt. Mehr geht nicht. Mehr kann ich den Stimmen nicht zuregeln. Ich weiß, es ist ziemlich doof, aber was soll ich machen? Das ist halt die Abmischung des Spiels. Lauter kann ich sie leider nicht machen. So, Schergen bezwungen. Aber ich bin immer auf jedes Ziel vorbereitet. Einfach eine andere Knarre. Langsam atmen. Und ach, cool. Ja, Deadshot ist natürlich Waffenexperte. Boah, die ist aber auch richtig flott hier, die Sniper. Perfekt, wie immer. Okay, ich schaff das. Ich schaff das. Nur keine Panik. In die Luft, Nachbrenner, atmen, Kickstart. Einfach. Ja, das ist total einfach. Klingt mörderisch, aber ja, let's go. So, jetzt hier und burnen wir rüber. Geschafft. Einfach. Ja, einfach. Also ich bin immer noch der Meinung, es wird bestimmt ein ganz cooles Game. Dass es jetzt irgendein Meisterwerk wird, die Supergranate, die man unbedingt spielen muss, glaube ich nicht, aber boah, keine Ahnung. Ich habe schon Bock drauf. Ich habe schon Bock drauf. In Zeiten wie heute bin ich froh, wenn überhaupt noch irgendwelche großen AAA-Games kommen. Butz. Okay, du kannst auch hier kritische Treffer verteilen. Das erinnert so ein bisschen an Gears. Ziele ausgeschaltet. Es muss nicht immer um Genauigkeit gehen, nur Effizienz. Okay, wir können auch Granaten werfen. Alter, die spammt der ja richtig raus. Aber die laden sich nicht auf, oder was? Habe ich jetzt wirklich meine ganzen Granaten verdudelt? Autsch. Als rein hier.
Das ist ein Loot-Shooter, das bedeutet, wir bekommen mit der Zeit natürlich bessere Ausrüstung. Werden immer stärker. Wir sammeln uns. Shark? Shark, wo steckst du bloß? Und wir müssen Munition einsammeln. Ich bin in einem Tunnel. Trotz der Länge nur zwei Ausgänge. Das scheint äußerst bedenklich. Menschen bauen sehr interessant. King Shark. Jetzt schon wahrscheinlich der Favorite von den meisten. Obwohl ich Deadshot auch geil finde. Können die Bilder nicht warten? Die Erfahrung wäre nicht dieselbe, Floyd Lawton. Ich würde dich nie bitten, nur Illustrationen von Atlantis anzusehen. Es muss erlebt werden. Mir wären Bilder eigentlich lieber. Oho! Neue Deadshot-Phobie! Nee, das ist keine Phobie. Moment, wie geht's denn hier weiter? Ist das der richtige Weg? Ich soll irgendwie da oben hin. Vertikalsprung. Warte, aber oben. Boah, die Steuerung, da muss erstmal reinkommen, weil das sind wieder alle Tasten zehnfach in Betrieb. Halten. Ah, so. Mein Fehler war es, an die Wand zu springen. Momentum, Gravitation und Masse in Harmonie. Und jetzt. Boom. Oh, ich dachte, ich würde hier richtig schön rein smashen. Das wäre sehr spritzig. Wer hat Sharky zu Witzen ermutigt? Ein Flug durch die Luft hat seine Vorteile. Weniger Landbewohnerabfall. Viel weniger. Alright, der kann hier so einen Dreifachsprung machen. Der physikalisch überhaupt gar keinen Sinn ergibt, aber hey. So. Einer, zwei. Weit geringerer Widerstand als Wasser auch noch. Sehr gut. Ich hatte noch Hunger auf neue Gegner. Kann ich das Schild hier einfach kaputt shooten oder wie sieht's hier aus? Boah, er kann auch so von oben runter droppen. Also ich glaube, wenn man die Steuerung erstmal so ein bisschen verinnerlicht hat, am Anfang ist halt, wie gesagt, wieder jede Taste 10.000 Mal belegt. Aber wenn man das so drin hat, dann glaube ich, macht das richtig Bock. Also Gameplay ist, glaube ich, geil. Ich werde tief in den Kampf eintauchen und unter ihnen die Strömung verändern. Er hat zwei für Nahkampf. Oh, Boots. Okay, er ist natürlich brachial im Nahkampf. Anschuten und dann im Nahkampf wegschnetzeln. That's the game. Ah, man kann auch so richtig schön Kombos machen. Ah, Mist, keine Muni. Ich weiß euer Opfer sehr zu schätzen. Ich wollte noch etwas trainieren. Hey Sharky, willst du eine echte Stadtführung? Ich zeig dir jeden Top-Ort für Mysterien und Psychopathen in Gotham. Oh, ich habe schon eine Liste. Doch die Perspektive einer Einheimischen interessiert mich. Quinn ist da die beste Wahl. In meinem Beruf genieße ich nicht gerade die Aussicht. Darf ich drauf fliegen? Freund, Kumpel, hast du jemals was von Urlaub ohne Mord gehört? Okay, die Steuerung ist echt geil. Grüß dich, Deadshot. Wo sind Harley und Boomerang? Nicht bei dir. Das ist das Problem. Boomer, bitte komm. Ja, also ich musste Brainiacs halbe Armee abwehren. Ja, und ganz alleine. Ja, ich. Arme Sau, ey. Ganz alleine. Also erzähl uns alles über deinen großen Kampf. Ja, erfreue uns mit glorreichen Kampfgeschichten. Ja, na ja. Weißt du... Lass dir Zeit, Schätzchen. Lass den Geist wow. Den Boomerang zurückkommen. Okay, das habe ich versaut. Direkt tot.
Also man wirft seinen Boomerang. Da ist ein Haufen von denen vor mir. Mindestens 30. Muss sie erst vermöbeln, um die Schiffe loszuwerden. Und er hat auch eine Knarre dabei. Aber die haben eine Rüstung. Batz. Ih, was habt ihr für ein Schlotter, Jungs? So, besiegt ist besiegt. Kurzer Prozess für den Captain. Oh yeah. Ja. Yeah. Das kriege ich wohl hin. Ganz einfach, eine Speedforce vor die andere setzen. Oh, nein. Oh, jetzt habe ich nicht gesehen, dass der schon gedrückt hat. Ja, ich weiß, wie es geht. Wie gesagt, Steuerung und dann auch vier total unterschiedliche. So. Da muss man erstmal so ein bisschen reinfinden. Oh, das ist ein großer. Aber wenn Deadshot und Shark das schaffen, dann kann ich das auch. Ich brauche jedes bisschen Speedforce, das ich habe. Also das Tutorial ist schon... schon wichtig. Dass man da ein bisschen reinkommt, ne? Beweg deinen Arsch! Einige von uns kämpfen hier um ihr Leben! Hetz mich nicht so! Brauchst du Unterstützung? Nein, ich hab's erledigt! Wie ein Profi! Oh, verstehe. Wie ein Profi. Klar. Und da bin ich. Ist doch alles easy. Wo ist Quinn? Ah, Boomerang. Du siehst trotz angeblich heftiger Kämpfe unverletzt aus. Hast du Harley gesehen? Nee, ich hab sie nicht gesehen bei all den Leichen. Hey, Holz! Wohin bist du verschwunden? Hast dich doch wohl nicht vermöbeln lassen. Und Deadshot so? Du gibst nichts auf Selbsterhaltung, Quinn? Muss man erlebt haben. Also, wendig. Egal, ich bin in einer Gotham-Minute da. Dass sie so OP ist, ne? Im Endeffekt, sie ist ja nur ein Mensch. Ich meine, Deadshot und Boomerang auch, aber bei ihr ist es noch skurriler. Ja, ein bisschen. Aber es ist gerade wie Balsam für meine geschundene Seele. Könnte schlimmer sein. Ich könnte wie Boomer sein. Hey, was soll das denn bitte heißen? Es wird vermutet, dass du nicht badest und nur deine Waffen reinigst. Kumpel! Ich mache alles mit meinen Boomerangs zusammen. Sogar duschen. Aufs Klo, alles. Ja, du machst es gerade irgendwie nur noch schlimmer. Das ist die Hölle. Ich bin tot und so sieht meine Hölle aus. Das ist die Hölle. Ach so, sie hat hier was Kleines Fliegendes. Auf den Boden zu rasen. Der richtige Verlauf macht's doch aus. Sturzflug in der Luft. Boah, alter Harley. Okay, sie hat ihren Buzzball-Knüppel. Und sie kann shooten. Nette Combo. Alter, die fetzt ja böse rein. Die fetzt ja richtig böse rein. Hätte nicht gedacht, dass sie sich auch so lässig steuert. Einfach meinen Körper mit Schwung ins Unbekannte zu schleudern. Alright, wir müssen schwingen. Ah, na, Wurfhaken dann. Okay, ich hab's verstanden. Ja. Alright, kurz bevor ich das Ding erreiche. Warum klappt das nicht? Jetzt.
Oh. Oh, knappes Ding. Wie gesagt, sehr gewöhnungsbedürftig. Gymnastikfinale. Schwingen, loslassen, auf die Bat-Drohne warten, nochmal schwingen, perfekte Landung. Woher hat sie die Bat-Drohne? Okay, sie kann immer noch mal hier so einen Doppelsprung machen. Und dann kann sie sich hier rettend hochziehen. Tatsächlich perfekt gelandet. Nicht wie im Junioren-Gymnastikfinale. Das ging nicht gut aus. Junioren-Gymnastikfinale? Deswegen ist sie so krass? Wegen Gymnastik? Hallo, Jungs. Wie läuft eure Apokalypse denn so? Jetzt, wo wir endlich alle hier sind, können wir... Oh, fast vergessen, da ist ein Riesenhaufen Schurken, der sich gleich auf uns stürzt, wie auf frische Häppchen am Buffet. Also, wer bleibt und spielt den Helden? Ich will King Shark, wie jeder wahrscheinlich. Schreibt mir in die Kommentare rein, wer ist euer Liebling. Die Lektionen werden mir zugutekommen. Gut, dass ich mitgeschrieben habe. Boah, L2R1. Timing ist der Schlüssel. Cool. Ob ich das alles hinbekomme, aber cool. Moment. Achso, ich muss hier schon kontern. Noch jemand? Achso, die kann man dann so... Ah, okay. Ich verstehe. Der ist erledigt. Der ist auch erledigt. Ach, eine Granate kann ich auch kontern. Wie oft muss ich den Konterschuss hier machen? Verbleibende Konter 3. Alright. Ba. Das geht mir hier nicht so auf die Nüsse. So, noch ein gekontert. Alright, das ist ja im Moment alles erstmal hier das ewige Tutorial, ne? Ich habe eure Schilde modifiziert. Keine automatische Aufladung, damit ihr euch nicht hinter eurer Deckung verkriecht und meine Zeit verschwendet. Wer überleben will, muss dafür kämpfen. Ihr könnt eure Schildladungen von Feinden im Nahkampf ernten. Cool. So, ich muss im Nahkampf jetzt... Warte, er muss irgendwas machen. Achso, mehrmals. Okay, warte. Ich dachte, ich muss das irgendwie kontern wieder. Ah, und jetzt kann ich ihn ernten. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, was will der jetzt von mir? Okay, du bist bereit. Alright, immer anschießen. Und dann. Ich habe das Schießen irgendwie nicht richtig gelesen, wegen dem Gelben. So, tun wir auch noch ein bisschen anschießen und badabuts. Lass uns nicht in Ruhe. Schild wurde geerntet. Die heiligen Hallen. Ob es Naschwerk in der Lobby gibt? Naschwerk, was nascht ein Hai? Mal für journalistische Integrität. Was ist nur daraus geworden? Journalismus ist eine der höchsten Berufungen überhaupt. Andere informieren, Missetaten bloßstellen und Klatsch. Höfischer Klatsch kann sogar über Leben und Tod entscheiden. Selbst in meiner Heimat sind die Worte von Lois Lane und Cat Grant heilig. Lois Lane und Cat Grant. Ja, er kommt aus dem Superman-Universum. Genauso wie Brainiac. Alles Superman. Hey Waller, das Schädelschiff mag uns nicht. Over. Ihr alle zum Zielort.
Der Prometheum-Schild ist aktiv, aber er hält nicht ewig. Erinnert mich an Sonntagmorgen zu Hause. Ja, die Nostalgie eines Kriegsgebiets. Bei den Hammerhai-Konflikten in meiner Jugend. Nein, nein, konzentriert euch. Auch wenn diese Haikämpfe echt cool klingen. Begebt euch in die Einsatzzone, Task Force X. Okay, Hand hoch, wer mehr über die Haikämpfe hören will. Haikämpfe klingen ja sowas von cool. Ich brauche mehr Haikämpfe. In Ordnung, Feuer frei. Erledigt so viele von ihnen wie möglich, bevor ich euch raushole. Ausweichen, okay. So gut, dann machen wir alle platt, ne? Machen wir alle kaputt hier. Bitteschön. Ihr wollt doch alle was zu naschen. Hier gibt's Naschwerk, nur von mir. Na, keine Muni. Ich hab frische Luft und die frische Kugel. Ah, ah, vergiss es, Alter. Wir sollen einfach nur vernichten, ne? Boah, es macht schon Spaß, hier so rein zu smashern. Bam! Yo, Boomy! Alte Seuche! Was war das denn? Hättest das Gesicht sehen sollen, Hal! Ich glaube, es war ein Gesicht. Moment, hier das, da das. Alter, die ganzen Tasten jetzt noch auf die Kette kriegen. Das musst du erstmal jetzt schaffen. Boah, Alter, was ist das denn hier immer für ein Eis? Wer eist denn hier rum? Müssen wir ein bisschen Schild verdienen. Keine Muni mehr? Doch, ich hab noch Muni. Wir müssen durchladen. Was ist der Heli hier? Ich hab mich schon gewundert, was macht denn hier so einen nervigen Damage? Krakatauer, Bruder. Was hältst du von meiner Pointe? Eine Minute bis Evakuierung. Kämpft weiter. Gibt's einen netten Bonus? Da hinten ist einer. Ich habe eigentlich meinen Konterschuss noch drauf gesammelt. Muss durchladen. Ladehemmung. Ich versinke in eisiger Traum. Machen Dote. Gemeinsam erwischen wir das Ziel, Shark. Go away. Warum komme ich hier nicht hoch? Ab zum Evakuierungsort. Gleich bricht die Hölle über euch herein. Ja, dann please, let's go. Okay, da drüben komme ich raus. Wir haben sie hart rangenommen, Quinn. Alright. Es muss ja auch so designt sein, dass jeder überall hinkommt, ne? Komm raus und stell dich, Tyrann!
Mein Name ist Amanda Waller. Ich bin Direktorin von Argus, einer Division der Heimatschutzbehörde, von der ihr nie gehört habt. Aber wir haben von euch gehört. Und ich mache euch heute ein Angebot. Ihr seid hartnäckig wie wilde Hunde. Verzweifelt. Hungrig. Ihr seid Überlebenskünstler. Das macht euch vielleicht zu den Königen und Königinnen von Arkham, aber da draußen, die Welt hat euch längst vergessen. Und ihr verbringt wahrscheinlich den Rest eures Lebens mit zweifelhaftem Gefängnisfraß. Das kann ich ändern. Vielleicht bin ich euer Ausweg. Die Chance, einmal was Gutes zu tun. Und... Hi, Harley Quinn, Arkham Gazette. Nur eine kurze Frage. Was hat's mit diesem verdammten Hai auf sich? Ich, würde mich nur zu gern vorstellen. Das ist nicht nötig, King Shark. Das ist ein Nanobombeninjektor von LexCorp. Rammt ihm jemanden in den Hals und gute Nacht. Wollt ihr hier euren letzten Atemzug tun? Nein? Dann helft mir. Mir reicht einer von euch. Und die anderen, ihr drei seid schon tot. Nun. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Also, schon gut, sorry. Also, natürlich will Waller den tödlichsten Attentäter aller Zeiten haben. Aber was sie mit dem Rest von euch will? Wie ich Amanda Waller kenne, bestimmt nichts Gutes, nach meiner Erfahrung. Woher zur Hölle bitte willst du sie denn kennen? Und was macht ein Fisch in Arkham? Probleme mit der Psyche, Shark. Angststörungen, ja. Aber ich kam aus meiner Heimat her. Dem Ozean? Belrev Strafanstalt. Könnt ihr euch alle mal für einen Moment konzentrieren? Das ist doch eine Falle. Wenn einer von uns das Ding berührt, kommt keiner von uns hier raus. Ah, das Gefangenendilemma. Was denn für ein Dilemma? Dieser Gefangene will hier raus. Komm schon, Captain, du bist neu hier. Ich sitze schon seit 5 beschissenen Jahren. Fühlt sich an, als wäre dieses Gespräch 5 Jahre lang. Können wir einfach... Oh, tut mir leid, Deadshot. Was stört dich? Unterbrechen wir etwa dein Festgeschnalltsein? Ich dachte immer, Deadshot wäre weiß. Und ich dachte, du hältst vielleicht mal die Fresse, du hässliches Känguru. Weil du Australier bist. Okay, also bringen wir uns jetzt gegenseitig um, oder was wird das hier? Ich will ganz ehrlich sein, ich töte jeden, um hier rauszukommen. Ich töte dich, ich töte mich selbst. Niemand wird irgendjemanden töten. Wenn niemand die Bombe nimmt, kommt Waller zurück, sieht, dass sie es nicht mit 4 durchgeknallten Vollspinnern zu tun hat, und wir kommen raus. Also dann tun wir nichts. Exzellent, ich bin mittlerweile geschult im... Genießt euer Nichtstun, Trottel! Vielleicht hättet ihr doch besser weniger meditiert und gelernt, wie man Schlösser knackt. Sieht nämlich so aus, dass Captain Boomerang...
Niemand. Wir haben Bomben in den Köpfen. Wir haben alle verloren. Shark hat recht. Sie hat euch ausgetrickst. Das wart ihr selbst. Willkommen zur Task Force X. Enge Räume. Atme. Okay. Brauch einen Plan für diese verrückte Truppe. Du bist schon wach, oder? Der Sohn eines Gottes schläft nie. Eine Schmach, sterblich in ihre Possen zu ertragen. Da sind wir uns ähnlich. Hatte eigentlich nicht vor, mir in Arkham weitere Probleme aufzuhalsen. Gott, da ist was in meinem Ohr! Hat eins von euch perversen Schweinen mir was ins Ohr gespritzt? In ihr Funkkommunikation. Wir hören deinen Schwachsinn jetzt echt überall. Ihr bringt mich echt so weit, die Einzelhaft zu vermissen. Immerhin bin ich nicht mehr in Arkham. Danke, ihr Deppen. Hätten wir halt einfach einen Aufstand gemacht wie normale Leute. Aber nein! Das wäre ja viel zu einfach gewesen. Das war ein Test. Ein Psychospiel. Ich weiß nicht, ob wir ihn bestanden haben. Tja, besser 4 explodierende Köpfe als einer. Wo sollen wir hin und wer muss dran glauben? Wir sind gerüstet wie für eine Armee. Wartet! Steuert etwa dieser riesige Trottel den verdammten Zug? Sicher nicht. Ich bin noch nie mit einem Zug gereist. Oh, brillant! Na, ganz toll. Dieser Zug ist wie der Australier. Echt alt und stinkig. Da irrst du dich, Liebes. So alt bin ich überhaupt nicht. Hyman, zieh unter Bremse. Mann, ich wusste ja, wenn wir zusammenkommen, dann wird's krachen. Und ich hatte natürlich wie immer recht. Okay, die Server sind nicht erreichbar. Cool. Ja, perfekter Punkt für einen Cut. Wie es weitergeht beim nächsten Mal. Das Intro war ziemlich geil. Das Tutorial am Anfang, das war notwendig. Denn ihr merkt schon, das Spiel verwendet den Controller komplett. Jede Taste wird 4-mal verwendet. Und dann habt ihr auch noch 4 unterschiedliche Figuren, die sich alle ähnlich steuern und doch irgendwie komplett anders. Und da braucht man schon ein Tutorial, da muss man auch erstmal so richtig reinkommen. Ich glaube auch, das Durchwechseln ist gar nicht so easy, weil du immer wieder im Gehirn umschalten musst, jetzt das hier und das da und hier überall und so weiter und so fort. Aber wenn du mal im Fluss bist, fühlt es sich schon echt gut an. Aber aus Sicht eines YouTubers denke ich mir schon, ey, 25 Minuten Tutorial und dann kommt erst so ein witziges, geiles Intro. Wäre das witzige, geile Intro zuerst gewesen, dann wären die Leute wahrscheinlich schon so, oh, ja, da kommt ja ein bisschen was, ist ja spannend. Ja, mal gucken, wie es läuft. Ich habe auf jeden Fall immer noch Bock. Let's go in Folge 2. Hier machen wir mal Schluss. Dieser Online-Service ist grauenhaft. Er soll rausgenommen werden. Sie arbeiten irgendwie an einem Offline-Modus, wann der kommt. I don't know, aber er ist grauenhaft. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bewerten, kommentieren, Gewinnspiel und tschüss.